Und dann machen wir brav weiter in der Tabelle von oben nach unten und stoßen dann auf Hoffenheim gegen Stuttgart. Der Sechste in der Tabelle gegen den Tabellenfünften. Der Dorfverein gegen den, ja, wenn Sie so wollen, Großstadtclub. Novize gegen Gründungsmitglied. Auf jeden Fall das erste Bundesliga-Duell der beiden Vereine. Und da ging es heute natürlich nicht nur um drei Punkte, sondern vor allem um die Vormachtstellung im Ländle. Boris Büchler. Ein Gebet kurz vor dem Anpfiff, dies ist ein Ritual des Deutsch-Türken Serdar Tasci, auch vor seinem 51. Bundesligaspiel. Die Defensivkraft ist heute Mitglied einer von Armin Fee favorisierten Dreierabwehrkette. Tasci spielt abwechselnd gegen die starken Hoffenheimer Spitzen Ibisevic und Bar. Der dreifache Nationalspieler, ein Verteidiger moderner Prägung, kaum Fouls, läuft viele Bälle ab, dazu ein gutes Stellungsspiel. Stuttgarts Hintermannschaft hat viel zu tun, denn der aufstrebende Aufsteiger Hoffenheim hat mehr vom Spiel und mehr Chancen. Ibisevic und Lehmann noch dran. Ibisevic schon 4 Saisontore gegen Lehmann, heute mit Glück und Können einer der besten beim VfB. Hoffenheim mischt die Liga auf und spielt sehr offensiv. Tasci mit dem einzigen verlorenen Zweikampf in der ersten Halbzeit und wieder Ibisevic. Tasci ansonsten mit einer soliden Vorstellung. Hier hat er das Nachsehen. Hoffenheim, ein ambitionierter und spielstarker Neuling. Sie sind auch sehr offensiv, sehr offensiv ausgerichtet. Sie haben sehr, sehr gute Stürmer, auch aus dem Mittelfeld raus sind sie torgefährlich. Also das hat mich nicht überrascht. Hoffenheim auch in der zweiten Halbzeit die bessere Mannschaft. Die nächste gute Gelegenheit, diesmal der Ex-Stuttgarter Tobias Weiß. Tasci ganz nah dran an Weiß, aber nicht nah genug. Mitte der zweiten Halbzeit rückt Ex-Nationalkeeper Jens Lehmann in den Blickpunkt. Freistoß Salihovic und der Schlussmann des VfB mit unkonventioneller, aber wirkungsvoller Abwehrmaßnahme. Der bald 39-Jährige genießt die Endphase seiner Karriere. Ich habe auf meine sehr alten Tage richtig Spaß gehabt, ja. Hoffenheim verlangt dem Spitzenklub Stuttgart alles ab. Obasi und Jens Lehmann rettet den Punkt. Insgesamt brauchen wir nicht darüber diskutieren, dass der VfB mit diesem Unentschieden deutlich mehr zufrieden sein kann als wir. Unser Studiogast gewinnt 75% seiner Zweikämpfe, kommt mit nur einem Foul über die Runde. Eine ordentliche Leistung des neuen Nationalspielers. Ich war aber überzeugt, dass er Nationalspieler wird. Und ich bin auch überzeugt, dass es bleiben wird. Wirklich? Mhm. Trotz der Konkurrenz? Trotz der Konkurrenz. Vor allen Dingen hat er eben das Potenzial, sich auch noch zu verbessern. Und dementsprechend wird er seinen Platz nicht so einfach hergeben. Es war kein Spiel, um als Verteidiger groß aufzufallen. Aber dank einer soliden Leistung war Stuttgarts Nummer 5 entscheidend beteiligt am glücklichen Punktgewinn gegen Hoffenheim. Und dann freuen wir uns auf